So, guten Morgen. Nachdem es mir gestern als Mesuren annonciert tun, gebe ich heute darum, ein bisschen mehr Details dazu zu gehen. Wir haben von der Organisation hier so viel gesehen, dass ich eine generelle Introduktion mache und dann auch ein ganzes Panel zur Verfügung von den Experten aus den einzelnen Ministerien. Bei uns aus der Santé wird im Conseil hat Madame Anne Kalte, da sind François Berthe, das Direktor Adjoint von der Direction de la Santé, den Luc Feller, den Hochkommissar der Protection Nationale, wird dabei sein. Wir haben Leute aus den Finanzen, Carlo Fassbinder, Bob Kiefer, wir haben Leute aus dem Ministère du Travail für die arbeitsrechtlichen Frauen, Nadine Walter, wir haben von dem Ministère de l'Economie, den Tom Teves, ich conseille den auch da wird sein, von der Classe Moyenne, François Schlink, vom CGD, den Direktor der Paul Schreider, wird zur Verfügung stehen, und auch von der Sécurité Sociale haben wir zwei Leute auch dabei, voilà, Nabilio Fernandes, als du, sodass du da könnt, wenn du dich präparieren willst, er mich spezifisch fragen, alles wird Erbesrecht und so weiter, die wirtschaftlichen Mesuren, da sind die nötigen Experten dann zur Verfügung, um für er Frauen entgegenzuholen. Ich gebe von meiner Seite aus noch ein auf den Gesamtkontext angehen, für wer holen wir die Mesuren, weil das den Zweck davon und noch ein kleines Bilan machen. Wir haben uns so organisiert, dass wir ab morgen werden, alle Mäuse um 9 Uhr für eine gewisse Regelmäßigkeit dran zu kriegen. Die Aktualisation von dem Stand von den Infizierten wird alles um 9 Uhr online. Ich meine, das ist mir einfach für euch, das ist mir einfach für euch. Gestern, wo ich heute Stunden hatte, ich noch nicht den letzten Schiefer. Wir waren bei 77, aber entre-temps gestern Abend und morgen 81. Ich meine, das könnte lösen, alles ran. Ich meine, das ist mir einfach, wenn man das einfach auf ihn im Moment am Tag festlehnt, auf jeden Schritt für ihn, wo er drin ist. Also 81 los schon. Ihr seht, das geht wirklich stetig herab. Und das ist auch das, was wir an den nächsten D-Strupp gefasst machen. Wir sind in einer sanitären Krise und wie will man die umgehen? Ich finde, ich habe das veranschaulicht mit einem Diagramm, den entre-temps Gidfried kennt. Ich meine, das ist ganz wichtig, schon ein zu affichieren. Man vielleicht nächste Slide kann dran gehen. Ja, voilà. War das ein klassisches Diagramm, wo der einen Zeitschein und dann oben 12 von den Infizierten. Ein wesentlicher Faktor bei dem Ganzen als Eislin, das ist ein Gesundheitssektor, dass den der gefordert ist. Und als Ziel ist, dass man den Gesundheitssektor so halten, dass man das ganz packt. Was geschieht, wenn ihr nicht möchtet, das wäre die nächste Slide. Dann haben wir eine. Ja, nächste Slide, voilà. Dann haben wir einen Korb, wo Banker ein Buckel könnt. Und das wollen wir evitieren, als justement den ewigen Buckel da. Das ist als Zielsetzung, dass wir das so abstellen, dass wir evitieren, dass das Gesundheitssystem das ganz zu einem gewissen Zeitpunkt nicht packen wird. Mit Konsequenzen, wie man es in verschiedenen Ländern gesehen hat, in Italien, wo Leute nicht können, es vernähert gehen, wo müssen dramatische Prioritäten gesetzt werden. Das wird man wollen evitieren. Das heißt, wenn auf den nächsten Slide fällt, weitergehen. Das wird man anstreben, also einen Korb zu kriegen, die so verläuft, dass wir es packen, dass wir unsere Kapazitäten bleiben. Das heißt, dass das wird immer so, wir spielen auf Zeit, wir probieren das ganz drüber zu regeln, den Buckel klein zu kriegen durch die Mesuren, die wir holen. Da haben wir am Anfang zwei Hauptschrauben und denen wir drehen und das wird dann den nächsten Slide noch ein bisschen. Einerseits schaffen wir mit der Bevölkerung, für die Bewegung an der Bevölkerung anzudämmen, das hilft uns, den nächsten Buckel zu kriegen. Dass man die Aktivitäten, Kontakte zwischen den Leuten so weit rauffuhren, wie es geht, so weit wie doch vertretbar ist, also ein delikaten Equilibrium. Mit dem ist am Punkt für anzuwirken, innen ob die Kurve, das sind am Punkt die Mesuren, die die Bevölkerung betreffen, wo man so verschiedene Sachen sieht, so, die geht nämlich überall hin, zielt am Punkt darauf hin, dass die Leute nämlich so sollen zirkulieren. Und dann, ganz wichtig, wir probieren alles zu machen für unseren Gesundheitssektor in den Todeszirkonstanzen so stark wie möglich zu kriegen. Das heißt, für einen idealen Sputze behalten, dass wir alles machen, für dort Energie dran zu setzen, für die Gesundheitsstrukturen zu entlasten, für sie Brett zu halten, für die Akutfälle, die sie zu treten kriegen und so weiter. Das ist am Anfang, voilà, für zu veranschaulichen, für was wir das machen, was wir am Moment machen. Ich gehe nicht auf den Detail, die hat den Detail von der Mesure gesehen, wir hatten die gestern ganz durchgegangen. Ich gebe schon nein, ich kann wirklich den Appell machen. Wenn wir so ein älter Leute, fragile Leute sollen da bleiben, dann ist das vielleicht nicht an erster Linie für die Zirkulation drauf zu drücken, aber da ist die Priorität wirklich, sie selber zu schützen. Das nach wie vor, der den immer mehr, dass auch vereinzelt Jungleute effektiv den Virus kriegen und auch Komplikationen kriegen. Das ist aber so, dass an der Regel nach immer
hauptsächlich die Ehler-Leute, die sind, die am meisten exposiert sind, das ist da, wo wir müssen drauf schaffen. Dafür ist die erste Mesure, wo wir wirklich die Rekommendation machen und die Leute, die wirklich exposiert sind, halt dich da bannen, guckt noch erst. Und dann das ändert eben das ganze Sozialleben, was wir vorher mit den Geschäften, die zugehen, überall, wo Kontakt Kontakt ist, wo die Leute an den Restaurant sitzen gehen, an den Bistro und so weiter, das ist wirklich dafür gedacht, dass man so man wie möglich es besser kreieren, wo die Leute sich weitergehen, kann nicht leben, nicht stillstehen lassen, verschiedene Sachen müssen funktionieren, das ist evident, wie verschiedene Sachen aber an der Hand, das wird nicht muss sein, soll ich wann schläft, sie lassen. Ich gebe heute wirklich einen innersten Appell zur Disziplin machen, der hat, wenn die Aktualität geguckt hat, auf Frankreich gesagt, dass aus, wenn nach mit drastischen Mesuren müsste geholt gehen, für wert, weil die Leute sich einfach alles nicht drin halten und einfach rausgehen. So ein Plus scheint wieder, dass eine flotte Ambiance da draußen. Ich weiß, das ist lacklich für die Party zu machen, aber das ist nicht das, was du auch so das. Es geht darum, wirklich seriös zu sein, Mesuren seriös zu schwieren, alle guten zusammen. Und ich wünsche mir wirklich, dass wir in diesem Land das hinkriegen, dass wir nicht müssen Mesuren holen, just weil die Leute sich nicht drin halten, dass wir wirklich da müssen einen Kusch dabei gehen. Das wäre wirklich traurig. Wir haben heute auch Kontrollen, dass alles ganz schnell gegangen ist, nur die Mesuren, die wir auf Platz gesagt haben. Wir sind uns bewusst, dass das vielleicht noch nicht überall angekommen ist. Das heißt, heute als Polizei noch weh, für zu kontrollieren, wie es ausgesagt wird, aber recht ab nur verbalisiert. Wir geben den Leuten eine Chance zu verschaffen, was geschieht, dass verschiedene Sachen eben müssen so sein. Wir müssen schon kontrollieren, müssen das natürlich am Ende haben, wenn wir Mesuren holen, wenn wir kontrollieren, sind dann die Hälfte drin, haben wir nicht gut geschafft. Dann vielleicht zu den Aktivitäten essentiell. Wir haben noch verschiedene Sachen. Verschiedene Sachen müssen abbleiben, dass wir können funktionieren. Das sind Aktivitäten essentiell, die gebe ich nicht im Detail durchgehen. Wir haben auch Sachen, die zu sind. Und da sind ganz viele Frauen. Wir haben eine Ablöschung am Arete. Da gibt es noch vom Panel genau durchgestellt, was das bedeutet. Da sind immens viele Frauen. Wir müssen eine ganz Liste Frauen noch verschafft. Ich gebe proposieren, dass Sie das noch machen, für den Update zu gehen, was das am Detail ist, auch Zusatzerklärungen, sind ganz viele pertinente Fragen natürlich schon kommen. Ich gebe für meinen Teil darauf angehen, was die Aktivitäten essentiell sind, die man wirklich aufrecht erhalten. Denn das ist natürlich alles, was Stromversorgung ist, Wasserversorgung, Müllabfuhr, ganz die Schäden zu gerieren, Drecksküsten, Wäschschulen. Da sind auch noch viele Freunde, sind wir am Gang, noch mal am Civicolo, heute noch zu gucken, wie man die einzelnen Gemengen alignieren können. Da sind eine Linie kriegt, was die Müllabfuhr angeht, dass es klar geht für die Leute, was wie funktioniert. Natürlich der ganze Sektor von den Lebensmitteln. Wir müssen erst können, das Restaurant funktionieren, ja, Modus Take-out und so weiter. Das sind ich kann verpflegen. Laboratoren funktionieren, natürlich das Gesundheitssystem funktioniert, auch alles, was soin als soin Domizil von den älteren Leuten, der ganze Pflegesektor, den ist extrem wichtig, den muss man mit allen Mitteln umlaufen halten. Transportpubliken haben wir auch umlaufen und natürlich auch elementär Finanzdienstleistungen. Das ist ein bisschen das, was den einfach braucht, für das man als Gesellschaft einfach können funktionieren kann, nicht überall Schotten dicht machen. Etwas, wo ich selber nicht am Detail werde dran angehen, aber wo da auch Herr No die Experten zur Hand tut, dass den Congé, den wir angeführt haben, den Congé pour raison familiale, den ich in den heutigen Umständen kann holen, da sind ganz, ganz viele Frauen. Da ist auch ein FAQ online, wo die meisten Frauen schon beantwortet sind. Aber wenn der dazu nach Detailfrauen hat, wenn ich auch da vielleicht Herr No und die Experten dazu, dafür sind sie high haut. Von mir aus, also du auch nach einem den Abruf hat auch Verständnis, justement für die Service essentiell, die muss funktionieren. Da muss auch keine Nähe gesucht werden für so eine Kranche. Da muss eine Lesung gefunden werden. Wir haben noch eine Reihe Lesungen auf Platz gekommen, ob das schwer ist. Wir werden nicht alles können lesen. Das steht für ein Gefühl, dass wir mal zu helfen, wo wir können. Sind wir bei der Solidarität an der Gesellschaft mit guten Arbeitsplätzen, die gehen einfach nur gebraucht. Und da muss auch ein Spitalsdirektor können decidieren, nee, das geht doch nicht, das muss da sein. Es sind Operationen, die müssen gemacht gehen, es sind einfach Services, die müssen ausführiert sein, weil das Leben auch Gefahr ist. So, dass man auch da im Verständnis bieten, wenn in verschiedenen Sektoren das einfach mehr schwierig geht, für die Congé zu holen, muss eine andere Lösung gefunden werden. Von unserer Seite sind wir auch am Gang, ob so Lösungen zu schaffen. Der Sektor stärken, der Gesundheitssektor stärken, was bedeutet das? Ich gehe vielleicht auch direkt auf die ganz rezente Aktualität angehen. Wenn ich die Frau Matke, da ist die deutsche Kollegin, haben uns gestern am späten Mitten mitgedeilt, dass die Grenzwerte zugehen. Da haben uns nicht ganz viel Zeit gelassen, für etwas auf Platz zu setzen für uns Pendler. Wir haben aber ein
Zertifikat ausgeschafft, weil eine Exception für die Pendler ist, dass wir in Deutschland einen Akkord immer haben. Heute, als alle Patronen informiert gehen über den Wirtschaftsminister, sind Leute wahnsinnig, das Zertifikat rauszudrücken und an den Grab zu gehen, dass Leute können ausweisen als ein Pendler, den es in Lützburg schafft, weil ab morgen müssen sie die vier Weise für ein Land ranzukommen. Wenn ausgehandelt wird, dass der Moin nach Schiedfried rankommen kann, ist das Lo wirklich, wo es geht. Dann ich hoffe wirklich, dass Schiedfried den Zertifikat Lo finden, das online. Die Leute brauchen den, weil sonst riskieren sie mal den Moin auf der Grenze zu stehen. In Frankreich haben wir noch keine Informationen an die Richtung, aber ich verstehe ich auch nicht, dass ich für mich auf alles gefasst bin. Wir haben dort Informationen am Nomen gekriegt. Wir waren nicht darauf präpariert. Das wäre ein Telefonat, das kommen also auf ewigster Stelle. Wir haben noch heute alle gut gesehen, dass der Grand Est an den Konfinement geht. Das ist, dass die Aktivitäten komplett aufgebracht sind. Was das für uns bedeutet, auch da werden wir alles draufsetzen, für ein Pendlerklos zu haben, weil ich spreche nicht zu so, ihr wisst, wir funktionieren an dem Landheim, wir haben 200.000 Frontalien, die alle an das Land kommen, als ganze Wirtschaft, als ganzen Sektor, Sozialsektor, Gesundheitssektor steht auf Feld mit Frontalien. Wir müssen alles draufsetzen, die Leute können heute behalten, viel zu schaffen. Allein am Pflegesektor sind 62% Pendler, die die Steipen, also am sens large Pflegesektor, das ist nicht neist. Ich brauche nicht zu suchen, was das bedeutet. Was haben wir einerseits gemacht? Wir telefonieren auf diplomatischem Wohle alles, was wir können. Der Premier ist da nonstop am Ansatz, für uns zu verhandeln, dass wir die Klosen da wirklich stabilisiert kriegen. Wir haben auch Griechen en place gesagt, rund um als Spideler. Ihr wisst, Griechen Schulz ist nicht mehr zu. Wir sind uns natürlich bewusst, dass Leute am Pflegesektor vielleicht nicht unbedingt eine Lesung haben. Wir brauchen sie aber. Natürlich, wir haben ab heute Menge Griechen, die funktionieren wirklich rund um den Sektor Hospitalier und den Pflegesektor, für den Leute prioritär eine Solution anzubieten. Denn das ist eigentlich zu Rümmling, dann haben wir zu Biver, dann sind zu Strassen. Ettelbrück, Hopst, Ölven, Wolz, noch beim Rosengärtchen für Zita und zu Niederanven. Die Stadt sind nicht Griechen, die funktionell sind. Die Leute sind auch da informiert gehen. Wir hoffen, dass das wird gut kommen. Und da sind wir auch parallel am Gang. Und wir gestern nur eben aufgrund von der Information, die da kommen, sind wir am Gang. Denn das dann, wenn aus einer Not eng Touren kann machen, als Urteilen, die Leute so gut wie eitel stehen, sind wir am Gang zu mobilisieren. Wir werden auch heute als eine Frontalie in Ubi, den aus dem Gesundheitssektor, aus dem Pflegesektor, wenn sie wollen, bei uns Wunde kommen, wir gehen ihnen als Urteilen zur Verfügung. Sie können mit ihrer Familie kommen. Tourismusminister, der Lexdell, ist am Gang, das so schnell wie es geht, en place zu kriegen. Kommunikation wird heute schon raus. Das heißt, der versteht den Approach. Wir probieren als Frontalien, die wir wirklich brauchen, an unserem Pflegesektor mit allen Moyen bei uns zu halten. Was das wird bringen, kann ich heute nicht so. Das sind Ideen, die wir hatten, die genau Platz gesagt. Wir hoffen, dass wir da zumindest ein Highlight vielleicht kriegen, die einfach nur für die Zeit bei unserem Territorium sind. Dass du von mir zumindest mal Mengen am sichersten zu sehen, dass wir sie wirklich auch in der Hand tun, ob sie können zählen. Dann haben wir auch intern bei uns unseren Krisenstab am Minister de la Santé gestern noch einmal verstärkt. Ganz große Merci auch für die Solidarität interministerielle. Du hast den CGD mit aktiv bei uns, der Armee und uns Leute zur Verfügung gestellt für die ganze Logistik, für die ganze Organisation zu pilotieren. Die Funktion Publik wird uns Leute zur Verfügung stellen. Ich möchte verstärken uns aktiv, weil wir eine zentrale Rolle werden spielen, für die Besuche vom Terrain entgegenzuholen. Aber wir wollen, das hat man für Droge gesehen und als Gesundheitssektor stärken. Es ist immens wichtig, dass wir etwas en place haben, wo wir kontinuierlich Besuche können monitoren, wo wir hören, wo es Probleme, wo bahnt sich etwas und dass wir können schnell reagieren. Und dafür muss man es auch bei uns selber einfach verstärkt wirklich an einen verstärkten Krisenmodus ransetzen. Dann auch noch vielleicht ein Wort zu den Mesuren für die Patronen. Die können auch Herrn Nona eher vorstellen. Das ist aber wichtig zu wissen, wir haben nach gestern Mesur geholt, dass ich mein Zettel vertesselt. Moment. Ja, das ist auch egal. Das ist das hier Sécurité Sociale. Da, ich muss ja selber sehen, das ist sonst falsch. Ja, die Cotisation Sociale, voilà. Die gehen ausgesetzt. Da sind wir am Gang zu gucken, wie das noch hinzuschieben.
Sonja, du siehst nicht, wenn ich etwas falsch ist, das ist das, voilà. Und beim Congé pour raison familiale, auch wichtig für den Patron zu wissen, der geht ja viel gestreckt vom Patron, das ist normalerweise 2 Monate Delay für den zu remboursieren. Sie müssen am Gang zu gucken, für das ganz schnell an Platz zu kriegen, dass du nicht ein Cashflow-Problem könnt. Das ist, die Congé machen wir alles, wie dass man den Delay des Remboursements wirklich so kurz wie möglich soll kriegen. Wir sind uns schon bewusst, man wird auch der Privatsektor zu kämpfen, so wie ich vorhin, auf allen Fronten. Voilà, dann noch zu den Stocken. Ich weiß, dass das die Leute ganz viel beschäftigt, vor allem auch am Sektor. Wir haben alles en place gesagt, als Ambassade mobilisiert, rund um die ganze Welt, für alles zu orten, was man noch können fangen. Wir haben 2 Wolle breit von der Cargo-Lux, die uns können aufleihen, was man da werden fangen. Das heißt, wir machen wirklich alles, für uns Stocken so gut wie möglich herabzuschrauben. Sie sind gut, wir haben nicht die dramatische Situation, wie es schon an anderen Ländern ist, wo ich schon Tisch kann aufzählen, wo alles oben angeht. Wir sind relativ gut gestaltet, verhältnismäßig gut gestaltet, mit das als Zürich wirklich alles zu kriegen, was wir können kriegen. Und das heute zu haben an unserem Stock national, für das wir so lange wie möglich hinkommen, da muss man alle guten zusammen Daumen halten, dass wir die Kommanden, die wir umlaufen, haben, müssen wir ganz viel umlaufen, dafür nachher den Appell und Geduld, es kommt Material, es kommen Masken, es kommen Testen. Das schließt noch nicht da, dafür Geduld am Sektor. Wir schaffen da drunter, das ist am Gang. Wir hoffen alle Guten, dass wir da möglichst viel zusammenkriegen und dann auch das dementsprechend können dispatchen auf die Einzelplätze. Voilà, wir präparieren uns natürlich auch an der Hoffnung, dass das nicht wird antreten wird, machen wir, wenn wir wirklich ein Problem mit unseren Frontalien sollten kriegen. Haben wir, wie wir an unserer Funktion publik, wir haben viele Leute, viele Leute an der Funktion publik, die nur auf Service sind, die vielleicht nicht essentiell sind an diesem Moment. Auch da sind wir am Gang, wir haben auch aufgeschwört bei uns an der Santé, eine Art Service aufzubauen, wo wir können aufhören, Mesurebesuchen, Personalbesuchen identifizieren, gucken, haben wir da Leute, die wir eventuell könnten ersetzen, ganz schnell umschulen und so weiter. Das ist das, was bei uns ein bisschen den Alltag ist, wo wir daran schaffen. Und mehr habe ich leider auch nicht so, außer vielleicht ein ganz großes Merci. Ich habe auch einen Offer von den Medizinstudenten, die haben sich schon bei uns gemeldet, für voll mal dann den Ersatz zu gehen. Das ist immens viel Solidarität, kann ich das immer nicht mehr unterstreichen. Auf alle Fronten, die Leute wollen wirklich Hilfe von unseren Challenges, für das richtig organisiert zu kriegen, dass das nicht der Tore à travers geht und dass das mal drauf schaffen. Voilà. Ich weiß nicht, ob ihr direkt froh für mich noch habt oder ich dann mit Technischer. Könnt ihr also gerne. Intensiv bei der Fibel Modell von 2017 Mensch waren 159. Das ist vielleicht ein Ruf für Dr. Berthe an den Romanati, Herr Noden, Romanati direkt auf dem CHL, als auch da. Ich meine, machen wir Herr Noden, wenn wir den Switch machen vom Setting. Ja, schon mal das lohnt nicht alles zusammen. Ich habe ja meist von Kunden, dann werde ich schon zum Beispiel an Herrn Schoen gehen. Die gehen anscheinend nicht rüber los. Leute, die an Deutschland wohnen, haben an Schule gehen, die kriegen anscheinend den Moin auf der Grenze gesagt, dass sie nicht auf Plötzeburg dürfen kommen. Okay, weil sie eben kein Pendler sind. So, das sind aber zum Teil Kanner, die zuerst an der Lycée gehen und mit ihren Kolleginnen auch zusammensetzen, für zusammen zu lernen. Also eine kleine Gruppe mehr. Aber ja. Ich hätte ganz die Probleme kriegen nicht gelöst, weil das wäre wirklich eine Negotiation für uns Leute, die wir brauchen, als Pendler, die wir brauchen, da durchzukriegen. Für mich ist das nur, weil mir gut das gut zu wissen, geht mir auf den Weg. Eine Lesung kann ich schon nicht. Ja. Okay, also wir hatten die Information von der Polizei, dass es relativ ruhig auf der Grenze war. Ich meine, dann ist auch dadurch, dass wir mit dann sind, aber da schon aber scharf Kontrolle gemacht gehen. Ich hatte noch nicht ein Detail, ich hatte die Info, dass nicht der große Chaos auf der Grenze haut nach vor, aber so hätte er doch so sein, wie das in der Haut so all durchkommen. Ich habe dann selber schon selektiv geguckt gehen, wie ein Rack kommt. Ja. J'ai 2 questions. Oui. Vous avez dit que des zones seront fermées à partir de demain. Qu'est-ce que vous voulez dire exactement? Et les vols cargo luxe, qu'est-ce qu'ils emmènent exactement? Du kannst nicht also Zonen so und ich habe nicht gesagt, in dem Sinne, ich habe juste auf die Presse verwiesen, dass eben in Frankreich am Gespräch ist, so ein Grand Est an den Lockdown zu holen. Wollen sie bereit, aber was sie genau wird, ich wissen wir nicht mehr schaffen, da drunter, wir haben uns in allen Hinsichten abgestellt, wir können Material nach anzufliegen, solange wir nach irgendwo auch Landegenehmigungen kriegen. Weil das Welt, weil Europa auch nicht mehr gerade willkommen ist, auf allen Kontinenten, wir sehen wollen.
Vielleicht noch für den Grand Public, der hat gestern an die Dich für Drusche gesagt, der wird am Gange zu gucken mit der Lebensmittelversorgung, mit dem Commerz, für das Leute können, die nicht sollen rausgehen, hier die Essen bestellen, hier ihres fahren, sie da weiterkommen, und vielleicht noch ein bisschen mehr ein Zweitgeneral froh, die Leute mit den Zinsstudenten auch geschwärzt, die wollen helfen. Vielleicht könnte dann andere Leute draußen mit medizinischer Ausbildung, die den Moment vielleicht nicht schaffen, weil Leute sich wählen melden. Wo dürfen sie das machen? Ja, da gebe ich das Zweite, was ich gut anzugehen habe, noch ein bisschen Geduld. Wir sind da wirklich am Gang, etwas auf Platz zu setzen, dass wir das wirklich anständig können entgegentun. Wir kriegen im Moment schon viel Demand, das kommt von allen Seiten ran. Natürlich sind wir am Gang Liste Reserve noch zu machen für Leute, die an der Pension sind, aus dem Pflegesektor und so. Ich arbeite schon drin. Wir brauchen noch ein, zwei Tage wirklich für die Logistik stehen, so dass wir das auch noch, wie soll ich sagen, strukturiert können umgehen, dass wir wirklich ein anständiges Repertoire haben, wo wir das dran setzen. Wir werden da, sobald das steht, kommunizieren wir auch eine Nummer. Wir sind natürlich auch eine Frau für die Freundin, die schmeckt mir das echt, weil das wirklich viel Solidarität. Es wäre vielleicht gerade so gut, noch ein bisschen nachzuwarten, bis wir etwas an Platz haben, wo wir können eine Nummer gehen. Also, und melde ich da hin, dann nimmst du das Risiko, dass die Leute auf die Hotline anrufen. Es sind ganz viele Benevolen, die auf die Hotline anrufen, dann ist es natürlich ein Überlauf, sodass wir ja, gucken, so schnell wie möglich, ob es stehen soll, und dann schaffen wir da drunter. Und dann haben wir auch einen Kanal, wo wir wirklich all die Leute, die wollen mit helfen, mit aufpacken, irgendwo können entgegentun. Die andere Frage war für die Lebensmittel, ja, das dort den Lexdellis wird klar hin, dass du wirklich am Kontakt, das scheint zu stehen ab Mauer. Ich gebe auch proposieren, dass ein Kollege aus den Klasse Moyen vorher nur am Detail werden beantworten, du haben etwas relativ griffisches, meine ich, was ab Mauer funktionieren kann. Und am Schlinge ist Detailer gehen her nur. Ja. Schon ein, auch ein prinzipiell vor, wenn ich so will, ein staatsrechtlich vor, die hat ja ein ganz rutsch Mesure und Graf, außerordentlich Mesure und Graf, kein vor, dass die niedrig sind, wie ob wir was legal gemacht hat. Man hat heute geholt bei einem Gesetz von 1855, voilà. 1885, genau. Das erlaubt, dass wir in meiner Qualität als Gesundheitsminister allmögliche Mesuren zu holen im Fall von einer Krise sanitär. Ich frage mich aber noch nicht, was das ist, mit das ein Gesetz. Das ist all und voilà. Warum habe ich noch nie aktiviert? Wir haben einen Basel legal gefunden. Ja, entschuldigt. Der hat vor Phase geschwart, die verschieden gestoffelt sind. Könnt ihr jetzt vielleicht ein klein präzisieren gehen, auf wen wir sind und wann es für uns geht, was noch ob es kennt zukommen? Ich meine, nicht, weil dann kann er bei uns zukommen, denn das hat für den Lohan spürt, dass er komplette Shutdown oder wieder in Italien gesehen, wo wirklich Bewegungsverbot ist. Wir zählen im Moment wirklich darauf, dass die Leute vernünftig umgehen, dass sie rausgehen. Das sind frisch Leute, eine Woche, wo die Menschen wieder aus, wenn uns das wirklich lange überlegt, gehen wir an die letzte Phase, wo die Leute wirklich verbieten, rauszugehen. Wir haben gemerkt, das wäre nach dem Moment natürlich immer den Aufruf, dass die Leute sich sollen vernünftig verhalten, dass wenn sie grippiert, sollen sie in der Bande bleiben, dass sie die allgemeinen Regeln wirklich absolut observieren. Wenn das nicht der Fall wird, dann ist es nicht ausgeschlossen, dass man ganz schnell wirklich mich streng nach muss gehen. Mir ja, ein bisschen Sonne, die denken, auch gut, ein bisschen frische Luft. Das, wie gesagt, nicht geduld für eine Party an der freien Luft zu machen und dann auf die Wehre, aber das Virus an Zirkulation zu kriegen, mir einfach ein bisschen vernünftig mit dem Hund spazieren und einfach ein bisschen frei zu bewegen. Wir hoffen, dass wir das so noch ein bisschen können packen. Mir fiel mir ab, voilà, geht von den Szenarien noch nicht. Nee. Von den 81 Fällen, wie viele Leute sind dann hospitalisiert? Ich kann nicht den Stand, da werden wir auch ab morgen genau einen detaillierten Release en place holen. Ich meine, gestern wohnt da 10, ja? Ja, 10 Stück. Das war gestern Abend mal die Memoir. Aber, wie gesagt, da gucken wir ab morgen einfach eine strukturierte Information abzubereiten, dass die Stück dann eben all das aktualisieren. Laut dem Arete Ministerial, den ihr ab heute erkraft, als müssen Kliniken all da gewisse Informationen und Sante gehen, notamment Taux d'Occupation des Lits und Taux d'Occupation des Lits en soins intensifs. Könnt ihr da vielleicht zu aktueller Lage eine Person und vielleicht ein zweiter Weihang Informationen von denen gehen, dann auch dem Publikum mitgedeelt? Das ist nicht geduld für das Publikum, das ist geduld für uns Gestion, für als Krisengestion.
Das sind nochmal Informationen, die man sowieso kriegen, aber vielleicht nicht so kondensiert. Es geht wirklich darum, dass man auch hier, genau wie dir, alle um eine genauere Information und müssen wir auch sicher sein, weil es am Krisenstab, die Auerzeit, könnte das dort in den Rand, wie das man will, ob die Sachen haben. Das ist a priori noch nicht geduld, wie das rauskommt. Schon alle haut kein Detail dazu dabei. Das sind wir alles am Gang in den Platz zu setzen. Das sind Informationen, die man selbstverständlich schon, aber die Lorlo für mich nicht unbedingt rausgehören, den Detail von. Wetter en Masken, die am Umlauf sind. Oui, j'ai une question en français, pardon. Par rapport aux tests, quelle est la politique? Est-ce qu'on est toujours sur à peu près 200-300 tests par jour? Est-ce qu'on les cible encore plus que les jours précédents sur les personnes d'autant plus vulnérables? Merci. Nee, wir haben Zulass von Orlo nicht auswendig die Lasche zu. Wir sind aber von Netto da drüber mittlerweile pro Tag. Das geht doch natürlich all der Rupp, die uns für mich arbeiten, mit den Laboren zusammen. Das ist sicher nicht so, dass Männertesten gemacht werden, nur Kontrast, die mich zibliert gemacht haben. Der Bitte von den Filialen von der Maison Medical, die ab Mittwoch müsste stehen, als sie auch justement für die Leute, die man wirklich Risiko gesehen haben, dass sie viel mehr gezielt und viel mehr systematisch kann testen. Ich habe eine Idee. Nee. Gucken das her noch. Ja, ich weiß nicht. Ja. Ich wollte Marco. Marco. Ich wollte, solange wie wir am Livestream sind, wo die Leute ihr Schnur lauschen, dann schmeckt es da ganz viel, die gerade noch gucken, ob da als Nenker könnt aktuell suchen, was er Konsine sind, was Leute sollen machen, die meinen, sie hatten Symptome vom Coronavirus. Was sollen sie heute machen? Wie sollen sie sich verhalten? Wir sollen auf unserem Site gucken, da haben wir ganz flotte pädagogische Schema, die wir haben. Die wir vielleicht noch einmal könnten auch zirkulieren, du in Lohai in dem Kontext. Ich meine, das ist ein bisschen schon, geht ein bisschen weit, wenn ich noch im Detail, das schwört man noch nicht für zu affichieren, man kann nicht affichieren. Wir haben noch nicht, aber das ist am Anfang ein ganz klarer Guideline, wo wir distinguieren, sind ich eine Person vulnerable. Das heißt, sind ich über 65 Jahre und ich verschiedene Krankheiten. Wenn das der Fall ist, dann ist ein anderer Werdegang, wie wenn ich nicht eine Person vulnerable sind. Ich kann aber proposieren, dass Dr. Berthet vielleicht noch ein paar nur durchgeht. Dann können wir das noch ein paar abblenden. Auch vielleicht. Ich gebe nämlich am liebsten eine Hand vom Schema machen, um das ganz generell zu machen. Oder wenn immer das Schema kann geben, wenn ich einen High hat. Ja. Ich hätte just eine Frage zu den Leuten, die an den Supermärkten arbeiten, an den Takeouten. Wie sind die geschützt oder was kann ich sich da noch vorstellen? Man sich lohnt nicht wie der Rest von den Regeln, die man zu observieren und gilt für alle Leute. Das ist die Sicherheitsdistanz. Ich gehe nicht nur bei einem Rundschirm, ich habe im Prinzip ob 2 Meter weg von dem nebendrin. Ich gehe nicht Hand. Wenn ich an Kontakt war, gehe ich mit Händen waschen. Wenn ich etwas angepackt habe, wo ich meine, kein Problem ist, gehe ich meine Hände waschen, gehe ich nicht an das Gesicht fummeln zum Beispiel. Ich hoste nicht auf meinen Opa, ich hoste an den Ellbogen. Schneid sie nicht einfach und drum. Die Gesten, ja. Aber sie sehen nicht, dass der Kontakt etwa als definiert, dass ich eben noch Männer wie 2 Meter sind und noch mehr lang wie eine Viertelstunde. Das heißt, das nicht, wenn ich nur kurz lernst, ich gehe, das nicht visiert, dabei nicht darauf aufzupassen. Also weder den am Gische als nachher den in den normalen zirkuliert. Das ist wirklich die Milan-Kontakte, wo in einem Fall rund um den Tisch am Bistro bei einer Distanz eben über eine längere Zeit zusammen, dass das was gefährlich ist. Und da sind auch bei den Partien. Ich weiß, dass viele Corona-Partien angedeutet sind, aber auch da Sicherheitsdistanz ist extrem wichtig, weil das genau da, wo die Sache spricht. Du wirst kein Beispiel von Ischgl, ich meine, das ist an einem Bärhof, das gespräht, das sind die Punkte, wo das natürlich genau das Setting aus, wo zu viel da steht. Voilà. Merci. Ja. Merci.